Die Hotellerie und Gastronomie ist der Hauptleistungsträger des Tourismus. Die Hotellerie und die Gastronomie ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft. Das heißt, die Hotellerie und Gastronomie bietet Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze und ist natürlich auch für die Steuereinnahmen des Freistaats Bayern von enormer Wichtigkeit. Aber das Wichtigste überhaupt ist, dass die Hotellerie und die Gastronomie das Bild Bayerns prägen. Unsere Biergärten, unsere Stammtische und generell die Gastfreundschaft von uns Bayern, das ist schon ein Schwergewicht des Tourismus. Und von daher lohnt es sich, dafür zu kämpfen, dass dieser Tourismus und diese Hotellerie und Gastronomie erhalten bleibt. Ich komme selber aus der Hotellerie und aus der Gastronomie und der wichtigste Ansatz in der Politik ist immer, dass man eigene Erfahrungen mitbringt. Und die eigenen Erfahrungen, die bringen natürlich auch praxisbezogene Lösungen. Aber konkret ist natürlich, habe ich mich dafür eingesetzt seit 2008, bürokratieberuhigte Zonen für die Gastronomie anzustreben, weniger Dokumentationspflichten und vor allem auch einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie und für die Gastronomie. Dafür kämpfe ich schon seit 2008 im Bayerischen Landtag und das werde ich auch weiterhin tun. Die Wirte stehen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, sie müssen Modernisierungsauflagen erfüllen, zum Beispiel Brandschutz oder im Lebensmittelrecht oder Berufsgenossenschaft. Viele enorme Auflagen und das bedeutet natürlich enorme Kosten. Und deshalb ist es uns Freien Wählern ganz besonders wichtig, das Gaststättenmodernisierungsprogramm. Das ist ein kleiner Schritt, wo man die Wirte unterstützen kann, finanziell unterstützen kann, damit sie diese Vielfalt der Auflagen dann auch leisten können. Und ein Wirtshaus ist ja nicht bloß ein Ort, wo man isst und trinkt, das ist eine Begegnungsstätte. Ich sage immer, Wirtshäuser sind die Seele eines Ortes und von daher sehr, sehr schützenswert. Bayern ist Tourismusland Nummer 1 in Deutschland. Mit weit über 600.000 Menschen leben vom Tourismus. Aber auch sehr viel nachfolgende Wirtschaftszweige, auch der Einzelhandel. Aber gerade das Zusammenspiel von Natur, Kultur und Tradition hat eine hohe Anziehungskraft und muss deshalb unbedingt erhalten bleiben. Und zwar nicht bloß für unsere Touristen, für ausländische Gäste, sondern auch für uns selbst auch. Also ganz wichtig ist der Fraktion der Freien Wähler gerade das Nebeneinander von privaten und von öffentlich-rechtlichen Programmanbietern. Wir halten dieses Nebeneinander für eine optimale Lösung und zwar im Detail für die Regionalität, aber auch für ganz Bayern. Und das möchten wir erhalten. Diese Vielfalt ist wichtig, die Unterschiede sind wichtig und das breite Angebot ist wichtig. Und wichtig ist auch natürlich gerade, dass man in die Regionen geht, dass man von der Heimat berichtet und dass der Bürger natürlich auch von seiner Heimat was erfährt. Wir brauchen auch hier neue Technologien, das ist ganz klar. Hier schreitet die Digitalisierung und die Erneuerung der Technologien natürlich auch voran. Auf der anderen Seite möchten wir aber die bewährten Strukturen erhalten. Gerade wenn man ältere Menschen dann auch beobachtet, die haben bewährte Strukturen und rufen ihre Programme da ab. Also diese Zweigleisigkeit müssen wir erhalten, damit wir jeden mitnehmen. Und der BR stellt sich gerade ein bisschen neu auf. Und zwar nicht nur, dass wir nicht nur von München berichten und auch von deren Büros aus München. Nein, der BR hat jetzt verschiedene Büros auch im ländlichen Raum und auch innerhalb Bayerns verstreut in den Regionen gebildet. Und das ist gut so, denn die Menschen möchten nicht bloß von München was hören, sondern sie möchten aus den Regionen was hören. Ich bin der Meinung, dass jedes Kind, jeder Bürger Bayerns sollte eine richtige Erststraße haben. Und das ist natürlich wichtig für Bildung. Bildung ist das A und O unserer Gesellschaft, glaube ich. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich die Natur erhalten, so wie wir es haben, und die wirtschaftliche Entwicklung. Und das Wichtigste, glaube ich, ist die gesellschaftliches Zusammenleben. Also, dass man wieder zusammenhält, dass man wieder nicht gegeneinander ist, dass man andere Meinungen respektiert. Aber wichtig ist natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, damit wir einen gewissen Wohlstand haben, damit es jedem Menschen gut geht in Bayern. Bier und dicke Backenmusik. Alle Argumente zu hören, alle, auch die, die man nicht hören möchte. Und dann aber auch bereit sein, Entscheidungen zu fällen. Bei mir zu Hause. Wirtschaftliche Sicherheit, menschliche Sicherheit und auch geborgen sein in unserer Natur, in unserem schönen Land Bayern, die Traditionen erhalten
alles, was gut und bewährt ist, beibehalten, aber sich neuem nicht verschließen, neue Technologien auch zulassen. Ich glaube, das wäre so meins.